Wie, was schon Fehler gemacht? Nein, hier fliegt irgend so ein komisches Teil herum. Okay, pünktlich. Voll auf mich zu. Pünktlich zur Qualifikation sind wir wieder zurück. Hier auf der letzten Rennstrecke dieser Meisterschaft. Und im Training. Ja, altes Bild, ne? Christopher, da führtest du, glaube ich, wieder. Ne, Jakob führte. Jakob führte, doch kein altes Bild. Jakob greift also an. Stimmt, hattest du auch gesagt. Du willst ja hier unbedingt gewinnen, um dann Jakob den dritten Titel in Folge zu verwehren. Nein, andersrum. Christopher, verwehren. Nein, Was jetzt Jakob andersrum? Will mir den dritten Titel streitig machen und so, ich nicht ihn. Ach ja, genau. So, Freunde, ich bin hier schon ganz verwirrt. Denn das Training lief hier alles andere als gut. Die erste Rundenzeit, naja gut, die war die beste, aber was waren wir jetzt? 4 Sekunden, was hast du gesagt? 5 Sekunden? Ja, 4,26 Sekunden hinter Jakob. 4,26 Sekunden, meine Güte. Und im Endeffekt auf Platz Nummer 6 sind wir gelandet. 7, oh Gott, muss ja keiner wissen, da war, das da hat keiner gesehen. Okay, ja gut, sind wir ganz ehrlich. Wir sind auf Platz 7 gelandet. Jetzt landen wir auf Platz 3 eventuell. Kommt drauf an, was Pascal jetzt hier so zaubert. Wie sieht's bei dir aus? Aber mir sieht's gut aus. Sieht's gut aus. Das ist schön. Denn wir müssen ja schauen, dass wir jetzt Christopher auch hier in der Qualifikation schlagen. Obwohl, weil zuletzt hat es ja gar nichts gebracht. Da hat jeder Christopher in der Qualifikation geschlagen. Und naja, bist trotzdem auf Platz 1 gelandet. Ich nicht gedreht. Mist. Christopher, Pascal ist wieder angehört wie ein Akkuschrauber. Ja, hat mich auch gerade gewundert. Ich dachte eigentlich, das ist diese komische Fliege, die jetzt hier Jakob verfolgt oder so. Aber nee. Jakob, lebst du noch? Nee, noch hat sie mich nicht gestochen. Ah, das ist gut. Hatten wir jetzt in der ersten Runde einen Fehler gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ein blöder Fehler war, glaube ich, drin. Also, was war deine erste Runde? Oder eure? 2:11:22. Oh, stark. Wir haben eine 2:15, also schon mal die Trainingszeit getoppt. 2:13:08. Pascal, wurdest du vor der Linie verwarnt? Ich bin eigentlich, ich habe mich in der Hahnreihe verbremst, bin da hinten etwas weiter raus und ja, eine Verwarnung deshalb wird bekommen. Ach, Mist. Das ist deine Runde, sagt Pascal. Die erste wurde auch nicht gewertet. Ja, genau. Bei der Verwarnung ist er blöd. Hat jemand schon Schaden oder so? Nö, ne? Das sieht alles gut Nein, aus. Aber ich bin gerade mal ganz kurz auf 2 Reifen gefahren. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Nach der ganz langen Geraden bin ich bei der Linkskurve ein bisschen zu weit hingefahren, dass ich dann so über den Kopf gefahren bin, dass ich dann links ein bisschen abgehoben bin. Naja, solange man den Wagen dann noch irgendwie halten kann, gilt das ja. Nee, ich habe die Kurve dadurch auch perfekt getroffen. Ja gut, okay, das ist natürlich nicht schön. Du darfst dir bloß keine gute Rundenzeit vorlegen. Aber ich habe dann 2 Kurven später gedreht. Na, okay, gut. Gleicht sich alles wieder aus. Von der Rundenzeit, wer lag da jetzt vorne? Jakob, 2:11:22. Ach genau, eine 2:11, oh Gott. 4 Sekunden sind wir da schon wieder hinter. Oder immer noch, im Training war das ja genauso. Pascal, wie sieht's bei dir aus? Tja, die Rundenzeit wird auch nicht gewertet. Ach Gott, oh Gott. Also kommt's da auch auf die letzte Runde drauf an. Christopher hat ja zum Glück jetzt, wow, die Zeit ein bisschen hochgeschraubt. So dass wir die auf jeden Fall zu Ende fahren können. Extra für dieses Spiel ein bisschen umgeändert. Ja, ist ja sonst auch blöd. Also war ja. Obwohl, der hat es ja jetzt nicht wirklich geschadet. Im Rennen hast du ja alles wieder ausgebügelt. Oh, eine 2:12! Da war ich auch ein bisschen gut dabei, dass ihr euch alle da so rumgedreht habt. Ich möchte hier nochmal kurz hervorheben, eine 2:12, Freunde. Wie war das denn möglich? Habe ich gar nicht so. Naja, gut, warum nicht? Nehmen wir natürlich gerne, danken dann. Damit sind wir mindestens auf Platz 3 aktuell. Mal schauen, was Pascal denn jetzt hier. Ich habe noch eine 2:13. Ach, immer noch? Oder eine. Ach, also gut, du hast dich in der zweiten Runde gedreht. Die erste Runde war ja die 2:13. In der zweiten habe ich mich ja gedreht. Genau. Ja, aber ich rechne mal fest damit, dass
du jetzt in der letzten Runde nochmal alles rausholst. Jetzt müssen wir schauen, was Pascal da so macht. Was genau 2:12 hast du? 2:12:36. Okay, ich habe mich in der letzten Runde erste Kurve nochmal verabschiedet. Also Jakob wird die Zeit höchstwahrscheinlich dann nicht mehr toppen können. Mal schauen, was Christopher jetzt so zaubert und Pascal. Ja. Ja, jetzt wird nicht mal mehr gewertet, genau. Nein, ich werde meine Zeit auch nicht mehr toppen. Pascal, das ist unsere Chance. Dass ich hier auf Platz 2 bleibe und du rutschst noch auf Platz 3 hinterher. Nein, ich hab mich gedreht. Scheibengleis, verdammt. Aber du, jetzt musst du aber aufpassen, nicht, dass die auch nicht mehr gewertet wird. Ja, nicht, dass Pascal dann von Platz 12 auf Platz 1 fährt. Obwohl, ne, war ja zuletzt ein gutes Omen, stimmt. Vielleicht gar nicht. Nein. Oh, da drehen wir uns jetzt auch. Schade. Ein bisschen die Grünfläche hier berührt, hinten rechts, aber okay. Eine 2:12, damit können wir leben, das ist gut. Chris, aber du denkst nicht mehr, dass du da rankommst. Nein. Och, jetzt werden wir auch noch verwarnt hier. Also, das ist super. Das war ja ganz falsch. Das ist unsere gute Chance, um Shawnee vom Stimmt, ne? Titel zu stoßen. Pascal, du musst jetzt hier nochmal alles geben, dass du auf Platz 3 landest. Dann sind das wirklich sehr, sehr gute. Ja, Tom muss mal erster werden, damit er auch mal einen Titel kriegt. Stimmt. Ja, Jakob, das machen wir, ne? Machen wir so. Nö. Nö. Oh, Christopher! Eine Verwarnung, also damit wird das garantiert nichts mehr. Ja, ich meine, es wäre nicht bei irgendeiner Beste geworden, deswegen bin ich letzte Busstopp-Schikane durchgefahren. 11, 12, 13. Und jetzt? So, komm, Pascal legt eine 10 hin. Eine 2:10. Auch wenn du dich gedreht hast, ist ja egal. Ja, ich bin schon bei 2:15 und Ach, shit. Bin in der Schikane. Na, mal schauen. Ja, das wird nicht mal mit dem vierten Platz reichen. Obwohl einige KIs waren aber auch gut drauf, muss man ja sagen. So, Pascal. Pascal, ja, Pascal, das ist nicht schlimm. Beim letzten Mal wurde Christopher dann Erster. Ich würde mal sagen, das machst du jetzt auch. Das heißt, du wirst Erster, wir werden Zweiter, Jakob wird Dritter, Christopher wird Vierter und dann passt es. Dann hat jeder, glaube ich, so seine Traumplatzierung. Pascal hat was gewonnen, wir haben den ersten Titel, Jakob, ja. Ne, Jakob, ne? Passt auch, dritter Platz für dich. Und Christopher, du wirst dann Zweiter. Ach, schon wieder ein Starter. Ja, im Starter. Nee, bestechen tue ich am Start nicht. Das mache ich nicht. Nein! Oh nein, lass Christopher jetzt hier nicht durch. Hast du Schaden bekommen? Oh, ja, klar, Verwarnung. KI, Mensch, das kann diese KI. Also wir sind gut weggekommen auf Platz 1. Hinter uns ist Christopher, schätze ich mal, oder? Ja. Auch gut weggekommen. Pascal, wie sieht's da ganz hinten aus? Oder jetzt bist du ja schon nach vorne gesprungen, ja. Ne? Wow. Ja, hab mich eindeutig verbrennt. Ah. Oder muss eher gesagt außen rum, weil die so bremst haben vor der Kurve. Aber jemand ist hier auf Platz 4, wer ist denn da? Jakob. Jakob. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Reicht das noch? Oh Gott sei Dank. Ich dachte, wir bremsen jetzt hier viel zu spät. Zweite Verwarnung für Jakob, erste Verwarnung für Pascal. Was ist da hinten los? Ich habe auch schon eine Verwarnung. Ich habe jemanden. Also ich habe jemanden einen Stupsen drauf gegeben und schon wieder einen Stupsen drauf gegeben. Scheibengeist, Entschuldigung. Jetzt berühren wir Christopher und er hält die Verwarnung. Oh, das ist geil. Hör mir auf. Die fahren so langsam. Ja, wenn man sich für den 12. Platz entscheidet, muss man damit leider leben. Geht nicht anders. Auf Platz 3, ja, also da ist... Ich habe in Silverstone keine Büro... nur eine Berührung gehabt. Scheibengleister! Nein! Ich bin jetzt auf Platz 4. Platz 4, wir sind auf Platz 3 und wir haben uns jetzt da verabschiedet, wo du im Training auch rausgefahren bist. Das ist natürlich ärgerlich. Also, ich bin jetzt auch ein bisschen weit rausgekommen, jetzt auf dem 5. zurück. Bedeutet Christopher auf Platz 1 auf dreifachen Titelkurs. Insgesamt wäre es ja der 5. Titel. Und Jakob auf Platz 2. Verdammter Mist. Warum machen wir da den Fehler? Es ist ärgerlich. Ja, mit Windschatten da gut, mit guter Geschwindigkeit reinzufahren ist bescheiden. Ja, ich glaube, ich hatte versucht noch zu bremsen, aber hat nichts mehr wahrscheinlich gebracht. Wahrscheinlich zu spät. Ja. Wo ist überhaupt die Boxeneinfahrt? Nach der Busstopp-Schikane. Okay. Genau.
Oh, ich glaube, jetzt kriegen wir auch eine. Jetzt habe ich hier ein bisschen, oder? Nö, geht noch. Jakob, war das jetzt deine zweite? Das war Jakobs dritte schon, okay. Ja, wir bleiben auch mal draußen. Jakob fährt an die Box. Christopher bleibt draußen. Wir fahren auch noch eine Runde. Pascal, wie sieht's bei dir aus? Du fährst auch an die Box? Jo. Jo. Aktuell bist du dann so 10., 9., 8.? Ich bin 10. 10. Oh! Ja, der erste Gedanke ist immer der richtige. Und von den Verwarnungen her liegst du, glaube ich, ganz klar vorne mit 4 Stück oder so. Kommt hin. Kommt hin. Alles in der ersten Runde schön abgesahnt. Wir sind auf Platz 2 nach vorne gesprungen, aber ja gut, Jakob war ja schon an der Box nun. Wir müssen da noch hin. Chris, aber wie sieht's aus? Du fährst da schon wieder weg. Ja. Ist das die Entscheidung oder denkst du, da brennt nochmal was an? Kommt drauf an. Ich denk mal, da brennt noch was an. Irgendwas geht hier bestimmt noch schief bei dir. Und bei uns glückt nun alles. Und dann ziehen wir vielleicht noch vorbei. Vielleicht ist das auch im Gegenteil. Dass ich Glück habe und du ich dann irgendwie wegdrehe. Ich hoffe mal nicht. Also ein zweiter Platz in der Meisterschaft wäre ja eigentlich auch was Schönes. Nur da müssten wir vor allem jetzt... bist du dann vor einem Weltmeister. Ja. Aber... Nein. Jakob ist... Ah, schön, Jakob arbeitet, das ist gut. Unsere Chance eventuell. Nein, das war... Ich hab... Ach, Mist. Was denn? In dieser 180-Grad-Kurve da. Rausgeflogen. Ah, Jakob hat sich gedreht und hat dabei eine Verwarnung bekommen. Ja, verdammt. Gedreht ist natürlich blöd. Welcher Platz bist denn jetzt? 8. Und Pascal, wann bist du wieder rausgekommen? Immer noch auf Platz 10? Ich hab Jakob gerade gesehen auf der Karte. Das heißt, vorbeigezogen oder noch nicht? Ich nur Blickkontakt. Hinter Jakob. Im 9. No, also, oh gut. Schon also verbessert. Blickkontakt habe ich nicht. Ach verdammter Mist, wir kommen hier nicht ran. Oh nein! Ja gut, haben wir ein bisschen die Kurve geschnitten. So, fahren wir auch an die Box. An, was für eine Runde tanken beim Boxenstopp. Oh, das ist dauert ja Ewigkeiten hier in der Box. Da werden ja höchstwahrscheinlich noch ein paar KIs jetzt hier vorbeiziehen. Ja, ich denke schon. Kekse, ja. Jetzt ziehen hier die Kekse vorbei. Ich wollte irgendwo, keine Ahnung, was wollte ich sagen. Ja, ne? Kekse. Ich wollte Kekse sagen. Da kommen sie schon. Kekse! Hey, ich glaube, ich bleib... Nee, ich bleib doch nicht mehr vor. Schade. Ah, los! Fahr um die Kurve! Ich will vor Jakob bleiben! Ja! Oder? Ja! Sehr gute Boxenstrategie jetzt hier von mir. Wir bleiben also vor Jakob, überholen ihn. Auf Platz 3 aktuell. Oh, was macht er denn jetzt hier? Keks, komm, geh weg hier. Na toll. Jetzt kommt Jakob angerauscht. Ah, toll. Hat er ja schön vermasselt. Was für einen Vorsprung hast du denn jetzt schon, Christopher? Das ist ja ordentlich. Ja, aber ich möchte das eine Radio vom Port, irgendwie vorgesprungen ist. Jetzt hat sich hier Jakob wieder ein bisschen verbremst. Wir sind hinten reingefahren. Jakob hat die Verwarnung erhalten. Nein! Ja, schön! Komm, Jakob, jetzt kommen wir hier! Im Dreierpacken, ein Keks ist noch... Ja! Hau! Nein! Ich komm noch dazu. Verdammter Mist! Jakob, hol ihn dir! Schnapp ihn dir! Halt ihn auf, wir haben ordentlich Schaden bekommen, ist das blöd. Och, wieso drehst du dich denn da? Och, ärgerlich, ja, ich weiß auch nicht. Boah, die gelbe Flagge hatte mich jetzt hier so irritiert. Die hatte mich so erschrocken. Da bin ich erstmal von der Schrecke geflogen. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, Christopher macht noch einen Fehler, garantiert. Komm, Jakob, setz ihn unter Druck. Pascal, wie sieht's denn bei dir aus? Du müsstest mich eigentlich auf die Karte... Also auf Karte müsstest du mich eigentlich sehen. Ich sehe hier ein KI. Shawnee, mach doch nicht das Fahrt. Dann bist du so 5. Ja. Boah, also heute bin ich im Tippen ja gut. Ja, ja. Oh Jakob, welche, wie viele schon? 5, 6? Ich habe keine Ahnung. Mehr als ich. Oh ja, jetzt auf jeden Fall.
Ich glaube, da musst du schon mal aufpassen, dass du hier die Zähne... Oh, jetzt kriegt Chris aber noch was. Schön, ja, wir kommen da ran. Wir kommen da ran. Macht weiter so. Zwei Runden haben wir noch. Hier ist noch nichts entschieden. Und ein Keks ist auch noch ziemlich schnell unterwegs. Der könnte vielleicht auch nochmal angreifen. 2 Sekunden Rückstand. Aber die sieht man eigentlich gar nicht. Was ist denn hier ein Keks? Da hier auf Platz 4. Auf Platz 4. Das ist eine KI, kein Keks. Ja, weiß man ja nicht. Vielleicht heißt er auch so, ich kenne den ja nicht. Pascal ist auf Platz 5 und damit würdest du auf jeden Fall die ersten Meisterschaftspünktchen sammeln. Ist ja auch was Gutes. Ja, ja, ne? Jung, Shawnee. Jakob ist wohl vorbeigezogen, oder wie sieht das nein, da aus? Nein. Nicht! Shawnee macht hier richtig die Türen zu. Ey, Jakob, du bist doch jetzt hier schon bei 8 oder 9. Oder muss ich mich vorsehen? Ja, ne? Also, ich glaube, das wird nichts mehr. Selbst vorsehen bringt, glaube ich, gar nichts mehr. Wir haben noch ziemlich viel zu absolvieren. Und eine Runde ohne Verwarnung, also ich glaube, das hält man gar nicht durch. Also nein, ich auch. Wieso mache ich das? Ja, verdammter Mist. Also ich fahre jetzt bei dir ein, Hanal ist vorsichtig. Jetzt sind wir hier alle gleichmäßigen Abstand auf Platz 1. Grisse war dahinter Jakob, dann wir, dann Pascal, der auf Platz 4 nach vorne gefahren ist. Also das macht wirklich was aus. Von Platz 12 zu starten ist anscheinend gar nicht so schlecht. Pascal fährt jetzt hier bisher sein, ja, dein bestes Rennen, ne? Jo. Aber bringt wohl was. Beste Rundenzeit jetzt in Spa jetzt heute. Mal schauen, was wir jetzt hier so hinlegen. Eine 2,22 ist ja noch nicht so berauschend, die wir aktuell haben. Ich habe eine 2,23. 23. Oh, Jakob und ich du? 0,0,0,0,0. Ach ja, stimmt. Bei deinen Verwarnungen. Naja. Ich habe eine 2,18,11. Oh, Pascal hier mit der besten Rundenzeit auch noch. Ich glaube, du bist noch Erster hier. Ich? Ja. Mach die Tür zu. Oh, also hier, da sind wir doch garantiert schon bei 10 Verwarnungen. Das gibt's ja gar nicht. Hey, du bist aber... Ich zähl da nochmal nach. Das sind doch schon mehr als 10. Oh, jetzt hänge ich hier fest. So, sowas Blödes. Ja. Was machst du da? Ach, ihr duelliert euch schon wieder. Ich sag, ich muss in den Boxen. Ja, oh nein! Ja, hat er einen Fehler gemacht? Dreht er sich? Verwarnung. Strafe? Ja, Strafe. 10 Sekunden. Ja, los, komm her! Pascal, komm ran, schnell! Das müssen wir nutzen! Geht nicht! Der hat mir gesagt, ich muss mal in die Box fahren. Oh nein! Das darf nicht wahr sein! Das ist die Riesenmöglichkeit jetzt hier! Scheiße! Verdammter Mist! Hau auf! Aber Christopher kann ja noch disqualifiziert werden, wer weiß. Das ist ja auch möglich. Wer... Nee, habt ihr jetzt einen Fehler gemacht? Nee, ihr rast oder ich hab, doch? Ich hab alles rot jetzt. Oh. Christopher, komm, du wirst jetzt hier disqualifiziert. Wir ziehen an Jakob vorbei und holen uns den Titel. Er sieht gut aus. Nein, ich war jetzt wieder aus der Box raus. Verdammter Mist. Vorbei. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ist das jetzt hier spannend? Aber Christopher hat... Ja? Wer hat jetzt alles rot? Jakob hat alles rot. Kriegst du noch richtig gut, oder? Was, Jakob? Ich? Ich fahr hier nicht mehr gut, was? Auch wieso drehe ich mich da auch? Nein. Christopher darf auf jeden Fall keinen Fehler mehr machen, ansonsten sieht's da richtig schlecht aus. Und ich muss hoffen, dass das Blöd noch einen Fehler macht. Och, nö. Wir waren Anfang dieser Runde 4 Sekunden hinter dir. Das heißt, wir könnten wirklich mal ein Rennen gewinnen. Das wäre ja auch schlecht, wollte ich gerade sagen. Jetzt wäre ja auch gut. Also erst mit Keksen, jetzt mit schlecht. Nee, das wäre ja auch tipptopp. Hätten wir zwar immer noch keinen Meisterschaftstitel, aber eine gute Meisterschaft mal hingelegt. Oh, Pascal, nein, was ist da los? Ich hab in der 180-Grad-Kurve einen außen überholt, bin ihn dann etwas... Nein, ich dreh mich! Hab ihn nur leicht ans... Scheiße! Nein! Die 10 Sekunden rennen... Also das ist meine Meisterschaft mit richtigen Zeiten, Pech und Pan. Alter, Christopher, du wirst jetzt hier disqualifiziert, komm schon. Gib alles. Ja, wenn ich jetzt abgehe, dann schon. Genau, kürz mal ab, das ist nicht schlimm, haben wir alle gemacht. Haben wir alle gemacht, du. Das ist kein Problem. Drücken wir ein Auge zu, ist nicht dramatisch. Ja. Ja, oh, Pascal. Das gibt's ja gar nicht. So ein Hin und Her. Als erstes Pascal hier fast mit den ersten Meisterschaftspunkten. Dann auf einmal Christopher jetzt hier mit einer Strafe, sodass er kurzzeitig gar nicht mehr Erster gewesen wäre. Und dann, naja, jetzt sieht's alles wieder richtig schlecht. Ach, das darf nicht wahr sein. Jetzt sieht's doch richtig schlecht aus. Jetzt haben wir hier wohl nicht mal mehr den zweiten Platz. Die schnellste Runde.
Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Lol, ach, du hast die schnellste Runde? Schnellste Runde, ja. Schade. Jakob zieht also auf Platz 2 vorbei wegen dieser blöden letzten Kurve. Dementsprechend werden wir in der Meisterschaft nur Dritter. Oh, das ist doch alles dramatisch hier gewesen. Also Chris, aber wirklich Glückwunsch zum dritten Meisterschaftstitel in Folge. Hast du dein Ziel erreicht? 5 insgesamt. Ja, jetzt will ich noch ein größeres Ziel. Jetzt will ich 4-mal hintereinander. Ja, ne? Immer mehr, immer mehr. Das darf nicht wahr sein. Da wurden wir fast Zweiter, hätten wir sogar fast ein Rennen gewonnen. Oh, das war jetzt aber auch Dramatik. Ja, Pascal total ärgerlich mit 2 Strafen. Am Ende dann auch noch... Sprang leider kein Pünktchen mehr raus. Das gibt's ja gar nicht. Was für eine Spannung hier. Das muss man wirklich erstmal toppen. Eine gute Meisterschaft. Ging zwar viel drunter und drüber, aber dementsprechend auch sehr, sehr viel Spannung. Ja, Jakob, 2. Platz. Ist auch nicht so zufriedenstellend, oder? Nee, nach dem ersten Rennen dachte ich ja, das wird was, aber... In Silverstone hat sich das dann geändert und jetzt in Spa hat sich noch mehr geändert. Schade. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich bin mal gespannt, wie dann die nächste Meisterschaft so wird. Und eventuell sehen wir da ja noch den ein oder anderen neuen Fahrer. Also so 2, 3 Kandidaten haben wir schon im Gespräch, die kurz vor einer Verpflichtung stehen. Mal sehen, welcher Rennstall dann noch zuschlagen wird. Heute sind wir ja hier im selben Fahrzeug unterwegs. Genau, Nico auf jeden Fall. Heute konnte er ja nicht. Am Wochenende wird er höchstwahrscheinlich können. Da bin ich zwar nicht da, aber mal schauen. Beim nächsten Mal dann... wird das eventuell klappen. Und wenn ihr Lust habt, irgendwie mitzumachen, einfach anschreiben, besonders Christopher natürlich, im Forum melden oder auf TS kommen und dann quatschen wir und dann seid ihr eventuell auch noch mit dabei. Ja, Pascal, oh, der Einstand war nicht so optimal. Was denkst du beim nächsten Mal? Greifst du dann wieder an? Ist ja auch nicht so deine Meisterschaft gewesen, hattest du ja von Anfang an gesagt. Also bist du auch optimistisch, ne? Also ist was drin, irgendwie, irgendwo. Ja, ich werde mich natürlich weiter anstrengen und mal gucken, ob ich hier schon mal endlich schlagen kann. Ja, das will ich natürlich auch irgendwie mal packen, den ersten Meisterschaftstitel holen. Momentan Jakob mit 1 und Christopher mit 5 Titeln. Naja, wir haben noch nichts abbekommen. Aber eventuell beim nächsten Mal. Dann schaut wieder ja rein, seid dabei, eventuell auch live hier mit am Start, wenn ihr Lust habt, wenn ihr das Spiel habt. Und dann sehen wir uns. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal.